Da sehe ich jetzt spontan nichts, aber wir können mal trotzdem mal hingehen. Hier schon mal nicht. Aber dann eben auf zum Ranellgeist. Ranell? Doch, meine Ranell. Der hinwurpen. Und auf der nördlichen Hyrule-Ebene im Fluss ganz nördlich. Gucke ich gleich mal. So. Wo ist der denn? Wir waren ja eben schon mal da. Ich muss nur noch wiederfinden. Hier wahrscheinlich gleich rechts müsste das kommen. Da vorne. Also immerhin so ein paar Kleinigkeiten kann man da mit den Eisenstiefeln noch machen. Sagen, irgendwie wollte er nicht raus. Wobei, Moment. Ich muss mal zurückverwandeln. So kann ich mich nicht zurückverwandeln. Frechheit. So. Da. Perfekt davor gelandet. Für Geld! Oh, hier ist noch eine Truhe. Moment. Kurz nochmal Luft holen. Und wieder runter. Na, Moment. Noch ein bisschen hier rüber und nochmal runter. So. Rafflers Notiz. Oh, wait. Damit kann ich in die Wüste, glaube ich, ne? Das wäre auch cool, wenn wir damit in die Wüste könnten. Das ist gerade die GameCube-Variante. Wüste oder Kumula? Ich hätte jetzt Wüste gesagt, weil Kumula ist ja mit der eigenen Kanone. Was wohnt der Typ auch so weit weg da hinten? Genau, Wüste brauche ich einen Enterhaken mit meiner Kanone. Und da gehen wir mal zu dem Raffler. Ach, hier kann ich mich zurückverwandeln, aber hier vorne nicht. So. Hier, guck mal, was ich da habe. Mhm, ja. Ist doch vom alten Raffler. Ja, okay, Oase. Los geht's. Einmal Oase. Der B-Knopf. So. Sind wir zumindest schon mal in der Gerudo-Wüste. Vielleicht finden wir hier nochmal was Cooles. Du hast an der Nützlichkeit meines Tipps gezweifelt. Das habe ich nie gesagt. Deine Tipps sind super. Oh, davon ist sogar ein direkten Wildschwein, falls ich reiten möchte. Wir laufen so jetzt erstmal hier ein bisschen durch. Die Musik ist echt cool in der Wüste.
Das ist die Sniper Svenny Location. Was ist denn die Sniper Svenny Location? Was hast du hier getan, Svenja? Die kommt ja erst woanders. Okay. Ich vermute mal, dass hier theoretisch ein Käfer war an der Stelle, wo gerade der Zwacken lag. Oh. Wo bin ich jetzt wieder? Am Anfang der Wüste? Ja, am Anfang der Wüste. Ich sollte nicht in Abgründe springen. Oh, nice. Nee, kann ich noch nicht warten. Dann laufen wir mal schön um die Abgründe herum diesmal. Und gucken uns mal hier die gesamte Wüste. Hilfe mal an. Wenn da noch eine Schlucht war. Frech. Das war wunderschön ausgewichen. Wir geben oft irgendwelchen Schweinen irgendwelche Namen. Das stimmt. So. Donk. Yay, noch mehr Bomben. Ist einfach krass, wie viele Bombendrops dieses Spiel einfach hat. Grunzbert. Könnte total ein Name von Svenja sein. Ja, was machst du jetzt? Kleine Ratte. Wüste schon echt. Nice. Ich will auch nicht runterfallen. Ist jetzt irgendwo nochmal ein Abgrund? Take a Sieb. Nein! Oh. Da hat mich der Sieb fast gekillt. Gut, dass die Absperrung so hoch war, dass sie noch drüber springen konnte. Da oben kommen wir nicht hin. Okay, hier kann ich runter. Da können wir nicht hoch. Oh, wait, da vorne ist noch was. Ein Ordon-Schild. Okay. Kann ich damit überhaupt noch irgendwas anfangen? Ist doch... Ah, nee, das ist der Schild, den man am Anfang kriegt für... für Midna, ne? Den ich jetzt auch nicht mehr brauche. Aber schön, dass ich den noch bekommen habe. Dann vermute ich mal, dass das auch die zwei Käfer waren, also die zwei Käfer-Spots. Irgendwie ist ja auch sonst nichts in dieser Wüste. Vielleicht hinten bei den Boblin, Boblin, das Bobo-Lager. Vielleicht ist ja da noch ein bisschen was. Zumindest haben wir den Teil der Wüste jetzt schon mal
diesen oberen Teil der Wüste schon mal komplett erforscht. Dann weiß ich, da haben wir schon mal alles. Oh, guck mal, da ist auch noch was. Einfach von den Schweinen runtergeholt. Haben die mir gerade so ein paar Herzen Schaden gemacht? So, runter mit euch. Easy. So, dann schnappen wir uns noch so ein Schwein und laufen hier einmal alles um. Ich kann nicht kontrollieren. Na, noch was? Ach da. Und weg. So, da sind auf jeden Fall noch. Ich guck mal, ob irgendwo noch eine Truhe versteckt ist. Da waren zumindest schon mal drei Truhen. Aber da eine vierte. Nein, vier Truhen habe ich jetzt hier gesehen. Vielleicht ist in einer was Gutes drin. Ein kleiner Schlüssel für den Zeitschrein. Zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall was Gutes für später. Was haben wir hier noch? Eine Turbine, okay. Ja. Die war zumindest im Nordosten dieses Bereiches. Yay, noch mehr Bomben. Da hinten kann ich gleich noch hin. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Und den Weg kann ich da hinten gleich noch aufmachen. Kunstbert, kommen Sie bitte mit. Wir müssen los. Also Kontrolle hat dieses Schwein aber auch gar keine. So, gerade so noch kaputt bekommen. So, und dann da hinten einmal. Saumäßige Kontrolle. Nun. Kommt er noch bis dahin? In seiner Raserei? Nein, natürlich nicht. Dann einmal an die Wand. Danke, Gunstbert. Ein kalter Wind weht. Oh yes. Hatten wir heute auch noch gar nicht. So. Den kaputt machen. Und einmal da rein. Wunderschön. Vielen Dank, Kunstbert, der Zweite. Sie waren sehr hilfreich. Oh no. Weil wenn ich als Wolf zu ihm hingehe, lässt er mich ja in Ruhe, ne? Oh nice, noch eine Truhe. Noch ein Schlüssel für die Bergruine. Was ist die... Bitte? Ist das Snowpeak die Bergruine? Ja. Schön weit außen. Okay. Dann kann ich auch hier nochmal gucken.
Ja, Bergruine. Ah, das ist gut. Dann können wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter. Nein, lasst ihn in Ruhe. Genau, schnappt ihr den da. Ich merke teilweise gar nicht, wie viel Schaden ich einfach fresse in diesem Spiel. Los, wir haben Stress. Ist doch keiner mehr. Vielleicht ist ja doch jemand. Okay. Ah, muss einfach an dir vorbei. Brauche ich für das Lager nicht auch einen Schlüssel? Ja, das Camp der Bullblins. Also zumindest, um am Ende hier rauszukommen. Oh nice, noch eine Truhe. Nehme ich. Für mehr Geld. Schon über 1000. Der Wolf echt mehr Schaden? Hier eigentlich zu unendlich? Spawnen die einfach da draußen? Oder waren hier wirklich einfach zufällig so viele? Kann ich da oben nicht einfach abschießen? Moment. Und weg. Dann wiederum wird es wahrscheinlich auch Sinn ergeben, dass der Wolf mehr Schaden nimmt, weil er quasi keine Rüstung hat. Deswegen wahrscheinlich Sniper Svenny, weil Svenny sich hier durchgesnipert hat. Die Leute nicht. Die wissen noch alles, was du getan hast. Kann ich hier noch irgendjemanden sehen? Nee. Problem ist aber wahrscheinlich am Ende. Ich kann das nicht komplett fertig machen, um hier durchzugehen. Weil ich keinen Schlüssel habe. Außer wir finden ihn hier noch random. Würde ich auch nehmen. Gucken, dass ich hier keine Pfeile ständig wegschmeiße, weil, wenn ich nur kurz ins Pfeilmenü gehen möchte, schieße ich schon den ersten Pfeil ab. Was? Von wo? Lass das. Sei mal ruhig. Hier ist niemand. Alles Einbildung. Ich bin gar nicht da.
Stellt euch vor, ich wäre ein Winterreifen. Hier ist noch das random Spanferkel, in dem auch was drin ist, ja. Wobei ich es frech finde, dass einfach hier nirgendwo Pfeile gedroppt werden. Never mind. Aber ich glaube, das ist ein Käfer, der einfach Pfeile geworden ist. Nun. Okay, im Spanferkel war einfach ein Schlüssel für den Waldschrein. I take it. Scheint sonst auch nichts weiter zu sein. Doch, eine Truhe da vorne. Fast übersehen. Mit noch mehr Pfeilen. Ich habe mich gerade über meine Pfeile beschwert, die ich nicht bekommen habe. Jetzt habe ich sie bekommen. Na gut, und da brauche ich einen Schlüssel, um da dann noch weiterzukommen. Na gut, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier mal herzukommen. Sache ist nur, ich kann mich hier nicht hinporten, ne? Noch nicht, nee. Das heißt, wenn wir nochmal hier hin wollen, müssen wir nochmal durch die ganze Wüste durch. Na gut. Dann gehen wir erstmal wieder zurück in den Wald. Weil jetzt haben wir einen Schlüssel dafür bekommen, da können wir da jetzt ein bisschen. Wir müssen eigentlich ganz gut weiterkommen jetzt erstmal wieder. Sollte man eigentlich durch das Camp wirklich durchgehen, ohne gesehen zu werden? Ist es nicht eigentlich die Aufgabe, einfach immer die Dudes oben einfach abzuschießen? Ist das nicht so gewollt? Hallo Tante. Die Mobangen rausgerüstet? Ah ja, perfekt. Zu dir will ich nicht. Weg mit euch. Der Affe freut sich. Eigentlich müssen wir auch die ganze Zeit mit dem Ordon-Schild rumlaufen. Moment. Ich sehe es jetzt erst. Das entweder. Hatten wir das vorher auch? Moment. Ich muss gerade mal kurz was nachgucken. Hatte der Holzschild schon immer die Ziege hinten drauf? Oder erst, als wir den Ordon-Schild gefunden haben? Moment, ich muss mal kurz in meine Streamaufnahmen gucken. Ob ich da irgendwo mal als. Würde man meinen. Aber nee. Es geht dann einfach. Und das Schild hat sich wirklich verändert. Nachdem wir den Holzschild aufgesammelt, also den Ordon-Schild aufgesammelt haben. Seitdem haben wir den hier mit der Ziege hinten drauf. Jetzt haben wir Denbert. Denbert ist immer bei uns. Denbert hat unseren Rücken. So ist das nun mal.
dann möchte ich da hinten hin. So, kann ich dich nicht da einfach runterwählen? Und dann läufst du jetzt ins Wasser und bist tot. Ich hätte fast das gleiche mitgemacht. So. Oh nein, die Brücke ist kaputt. Jetzt kann ich nie wieder zurück. Was soll ich jetzt nur tun? Ich könnte diesen Affen befreien. Yay. Wir wollen Stress. Ja, wartet mal. Ich hab da was für euch. Und die haben nichts gesehen, die Affen. Ich war nie ein Wolf. Nein, nein. Es gab hier keinen Wolf. Es gibt keine Wölfe in Ba Sing Se. Aber Bomben. Da, Bomben gibt's zu Genüge. Bombsing Se. Okay. Dann auf die andere Seite des Dungeons. Die Affengeräusche machen nicht aggressiv. Ach, warum denn? Affen sind doch cool.